Here we go, Eligella. Ooh, why always me? Ooh, Eligella. Like I'm Balotelli. Eligella, you're the best, man. Love you. Why always me? Ooh. Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. Why don't you see? Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Das ist ein Video, auf das freue ich mich schon seit mehreren Wochen. Und ich gebe euch jetzt mal die Gründe. Also, es geht um Delay Sports, nächster Spieltag. Es wird ein längeres Intro. Ich muss es also einfach erklären, weil sonst versteht es der neue Zuschauer nicht. Wir haben heute ein Spiel und nicht irgendein Spiel. Wir spielen gegen den Zweitplatzierten in unserer Liga. Wenn wir heute gewinnen, können wir eigentlich so gut wie die Meisterschaft klar machen. Ziel sollte sein Aufstieg, das sieht sehr gut aus, aber Meisterschaft wäre natürlich so i-Tüpfelchen. Und wir spielen heute gegen einen Gegner, gegen die haben wir im Hinspiel 2-1 gewonnen. Und das war, glaube ich, so mit das knappeste Spiel, was wir so hatten, abseits von den Oberligisten und sowas, weil die echt gut waren. Die waren wirklich gut, wir haben die komplett unterschätzt. Da haben Leute gespielt in der Jugend, irgendwie in der Bundesliga und in der Regionalliga. Also so ein echt sehr, sehr junges, griffiges Team, kriegen Props von mir. In dem Spiel sind aber nicht so coole Sachen passiert. Die waren wirklich, ich sag's halt, die waren ein bisschen unsportlich. Die haben Spieler von uns so, die haben zu denen gesagt, ja, eigentlich hast du dich verletzt, aus dir wäre eh nichts geworden. Und die haben zu Sidney die ganze Zeit Fettsack gesagt und haben ihn so die ganze Zeit verarscht, auch auf der Bank, wenn er irgendwie mal was falsch gemacht hat. Und sind auch auf mich dann gegangen, obwohl ich nicht mal mitgespielt habe. Die haben so zu mir gesagt, ja, hier, was der Großer? Jedes Mal, wenn Sidney irgendwas gemacht hat oder Bilal oder Maike oder so, jedes Mal, wenn die Ball verloren haben. Und das fand ich nicht so cool, das habe ich dann auch damals gesagt gehabt und dazu stehe ich auch. Wenn was Gutes passiert, sage ich das in Videos und wenn was Schlechtes passiert, sage ich das auch in Videos. Das ist vielleicht normal in der Kreisliga, aber so ist das halt. Und ich will aber sagen, ich toleriere nicht, wenn man die so krass beleidigt oder sowas. Also sowas fühle ich überhaupt nicht, toleriere ich nicht, ist nicht in meiner Community. Ich kann euch ja wohl Sachen sagen, die einfach im Spiel passieren. Die sind halt passiert. Genauso wird es heute auch sein. Wenn heute was Cooles passiert, sage ich das. Wenn was Schlechtes passiert, sage ich es auch. Ob wir gewinnen oder verlieren, ist egal, Freunde. Ich hoffe auf ein sehr, sehr cooles und faires Spiel vor allen Dingen. Da wird sehr viel Feuer drin sein. Das ist ja auch normal. Aber einfach fair. Ihr wisst ja, was ich meine. Ich habe auch wirklich Bock auf das Spiel. Nee, so, weil damit haben wir so, wir haben so einen kleinen, ja, so ein kleines Derby irgendwie hat sich so aufgebaut. Und die haben, glaube ich, auch sehr, sehr viel Bock. Wir haben richtig viel Bock und wir sind sehr motiviert. Ich nehme euch mit auf die ganze Reise. Lasst gerne ein Like da, lasst ein Abo da. Das würde mich auf jeden Fall freuen. Wie gesagt, bitte keine Beleidigung oder sonstiges, ob wir gewinnen oder verlieren. Einfach mal ein cooles Spiel schauen. Ihr merkt es mir an, dass ich mich wirklich schon darauf freue. Es gibt nicht so coole Informationen. Sidney ist verletzt. Er ist aber im Kader. Er hat sich vor ein paar Wochen so Meniskus oder irgendwie, er hat sich irgendwas gerissen, angerissen. Ich habe ihn noch nie so motiviert gesehen, dass er auf ein Spiel wieder so fit wird. Er ist die ganze Zeit zum Physio gegangen und er ist auch im Kader, er ist aber angeschlagen. Also es sieht nicht so gut aus, aber er meinte, er will es unbedingt probieren. Da merkte ich schon, wie wichtig uns dieses Game ist. Sidney und ich können beide zeitgleich nicht spielen, besonders nicht bei so einem Spiel, weil wir beide nicht richtig in Zweikämpfe gehen können und die brauchen ein bisschen, so unsere Leute da brauchen ein bisschen Unterstützung in der Abwehr. Das heißt, ich werde so 45 Minuten ungefähr spielen und Sidney wird dann für mich wahrscheinlich eingewechselt. Das ist so der Plan ungefähr. Auf jeden Fall werden wir beide so 45 Minuten spielen, weil wir müssen heute auch verteidigen. Und ja, mit unseren Verletzungen, Freunde, da lohnt sich das auch nicht. Auch wenn wir das alles sehr cool finden, aber ich werde da trotzdem nicht in Zweikämpfe reinspringen, weil, ja, das Ding ist einfach over. Mein Körper ist ein Wrack. Mir wurde damals gesagt, ich kann gar nicht mehr so richtig Fußball spielen, aber wir haben es trotzdem gemacht. Aber na gut, ich nehme euch jetzt mit auf die Reise. Wie gesagt, bitte faires Spiel. Entspannt euch in den Kommentaren. Vielleicht auch mal Props geben. Ich werde mich nach dem Video auf jeden Fall nochmal dazu melden. Und es sind ja da auch nicht alle so, ne, muss man dazu sagen. Da waren ein paar einzelne Leute, aber für mich ist die Sache gegessen. Ich erwarte ein cooles Spiel. Ich freue mich drauf. So, für die Statistiker noch unter euch, habe ich vergessen zu sagen, wir haben 16 Spiele, 16 Siege und die haben 16 Spiele, 14 Siege, eine Niederlage, ein Unentschieden. Niederlage war gegen uns, Unentschieden war letzte Woche. Irgendwie in der 90. Minute oder so haben sie den Ausgleich bekommen. Zu dem Zeitpunkt haben sie sonst alles gewonnen nach uns und auch hoch. Die haben fast so viele Tore wie wir geschossen. Die können auf jeden Fall gut was. Das wird ein sehr spannendes Spiel, Freunde. Spielen heute keine zwei Kreisliga-Mannschaften gegeneinander und da ist halt Hitze drin. Kurz geht raus an alle, die sich da ein Ticket geholt haben. Ich werde das gleich mal abfilmen und gucken, wie das ist. Also es sind in Berlin, das checke ich generell nicht, in Berlin sind fucking 2 Grad. Irgendwo schneit es irgendwo, in Hamburg habe ich gesehen. Und in München sind es 15 Grad. Ich verstehe das nicht. Eine Sache noch, leider nicht so gute Nachrichten. Tim, unser Außenverteidiger, einer unserer Besten, wo ganz viele auch immer geschrieben haben in den Kommentaren, der war der beste Mann und super gespielt, der Linksverteidiger von uns. Der hat sich einfach letzte Woche leider das Kreuzband gerissen. Gute Besserung an ihn, das ist echt krass, wie viel Verletzungspech wir haben. Das war unser dritter Kreuzbandriss in diesem Jahr. Also 3 aus
Drei Leute haben sich in 7 Monaten das Kreuzband gerissen. Ich, Bänder und Muskelfasere, Sydney, ich weiß nicht, was, Patella, Sehnenanriss oder so. Ich weiß nicht, was er da sich gerissen hat. Irgendwas im Knöchel. Ich glaube, ist nicht Patella, Sehne, irgendwas anderes. Dori mehrere, Bänderrisse, Jonas, alle. Also ich will nicht alle aufzählen, aber wir haben so krass Probleme mit unserem Körper. Wir werden alt. Gute Besserung an Tim. Kuss geht raus. Du wirst der Stärke zurückkommen. So, ich bin jetzt auf dem Weg. Ich bin einfach eine halbe Stunde ungefähr, 45 Minuten vor dem eigentlichen Treffpunkt schon da. Bei Eli Jello muss ich heute vernünftig eintapen. Das muss ich öfter machen, aber heute noch mal ein bisschen extra. Knöcheltape, untere Rücken, Oberschenkel. Ich werde da als wie so eine Mumie, glaube ich, rumrennen. So full getaped einfach. Ja, heute werden alle Register gezogen, dass ich da, falls ich doch mal irgendwie irgendwo reinspringen muss in einen Zweikampf oder irgendwie umgetreten werde, dass das da einigermaßen stabil hält. Ich weiß nicht mal, ob Tapes was bringen, um ehrlich zu sein. Vielleicht ist es auch nur Kopfsache. Ich habe seit 6 Jahren nie mehr als 5 Spiele am Stück gespielt, außer in dieser Saison. Und es ist so ein geiles Gefühl, mal wieder einfach so zu spielen, ohne Schmerzen und sowas. Das ist so geil. Das hat mir wirklich gefehlt. Auch wenn das nicht mehr alles so ist wie früher, ne? Da ist alles ganz schön eingerostet. Aber dieses Fußballding, das hat mir einfach gefehlt. Sonntags mit seinen Freunden einfach ein bisschen zocken. Geiler geht's nicht. Real Talk. Wir haben hier, das waren nicht die ersten Abonnenten, aber ein paar Abonnenten haben wir schon getroffen. Aus Leipzig. Ich werde viele filmen. Da hinten sind welche aus Köln. Die sind aus Leipzig. Jungs, Prediction fürs Spiel. Boah, wird ein spannendes Spiel auf jeden Fall. Ja. 3-0? Ja. Ne, wir kriegen Gegentor. 4-2. Ich sag 4-2, ja. 4-2, seit wann seid ihr Follower? Boah, schon 2 Jahre, aber ich bin schon über ein Jahr Sub bei dir auf jeden Fall. Echt? Ja. Sehr stark. Jungs, danke fürs Kommen. Mal wieder sehr seifig, sehr nass, wahrscheinlich sehr tief. Das heißt, es wird brennen in den Oberschenkeln, glaube ich, heute. Wird ein Kampfspiel, glaube ich. Es wird sehr viel gekämpft werden. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir nach dem Spiel ein paar Löcher und ein paar braune Stellen mehr am Rasen haben. Ich glaube, es wird ein 3-1 für Delay heute. Ja, ich denke, wird ein hart umkämpftes Spiel, aber 2-0 für uns auf jeden Fall. Definitiv. Ich dachte, du machst jetzt auch. Guten Morgen. Gucken wir uns gerade den Platz an. Sehr tief. Sehr tief. Also Matsch. Ja, aber es ist halt die Jahreszeit, ne? Wird anstrengend, ist mehr Matsch als Rasen. Aber es wird dreckig. Es soll sogar vielleicht regnen, später noch. Hab geguckt. Soll nicht? Stand 70% oder so. Aber erst später, abends. Also das Spiel ist noch ein bisschen hin, noch so 1 Stunde 45 bis zum Spiel. Wir sind ein bisschen früher da als sonst. Aber ja, ich habe mir den Platz schon mal vorgestellt, um ehrlich zu sein. Also du bist halt voll mit Schlamm, aber du... Sieht eben aus, ist eben, ja genau. Du kannst, glaube ich, spielen. Ja, unser Trainer hat sich auf den Bauch gelegt, hat geguckt. Ob es eben ist? Eben. Immer so. Arenisch. BV. Und jetzt habe ich ein Problem. Ich bin übrigens nicht vorgesehen reinzukommen. Ich bin einfach nur so da. Ihr wisst ja, mein Knöchel und so. Vielleicht ein bisschen zu früh. Eli will Halbzeit machen. Ja, ich kann auch nicht länger als... Bro, weil ich muss heute laufen. Ich kann nicht. Ich kann ab der 15. Du musst laufen. Na, ja. Nach hinten, Digga. Ab der 50. ist over bei mir. Ich freue mich so auf Eli, Digga. Ich werde ihn so beobachten. Ab der 50. Ich kann halt ausdauertechnisch nicht. Und ich habe gar keinen Bock, dass einer dann... Also, so, dass da irgendwas passiert. Deswegen wäre optimal gewesen, weil wir eh nicht spielen. Wir beide können bei guten... Also, so gegen gute Gegner können wir beide nie zusammenspielen. Ist dir das mal aufgefallen? Eigentlich schon. Ja, wenn du auf die 6 gehst. Ich hätte spielen wollen. Auf Doppel-10, wenn ich fit wäre. Ja, Bro, 10. Wir beide auf 10, ja, Rückwärtsbewegung. Weißt du, was da los ist? Junge. Ich laufe 2,5 Kilometer am Spiel, er läuft 3, max. Digga, das ist over. Ja, Digga, Julius kriegt hier, der braucht Nerven, der braucht ein Sauerstoffzelt dann alleine. Also, er muss auf 6 gehen. Früher oder später musst du auf 6 gehen. Da muss ich laufen. Heute Spitzenspiel, Erster gegen Zweiter. Wetter, im Moment passt's noch. Ja, heute Morgen war es geil. Ich habe rausgeguckt, dachte, strahlend blauer Himmel und so. Jetzt ist schon wieder bewölkt. Hoffen wir mal, dass es nicht regnet. Ansonsten, ich finde der Platz, ja, der ist tief durch den Regen und Schnee der letzten Tage, aber ich finde es okay. Also eigentlich ist es angerichtet, wenn man rüber guckt. Was haben wir jetzt? Kurz nach 12:30. Kurz nach 12:30. Ja, ich würde sagen, sind bestimmt schon 200 Leute hier, die sich das Spiel angucken wollen. Waren die Jungs motiviert und gut trainiert die Woche? Absolut, die Jungs sind heiß, sind fokussiert, haben, glaube ich, gestern noch mal eine gute Ansage bekommen. Insofern denken wir schon, dass... Waren auch immer über 20 Leute beim Training, war fast ein bisschen zu voll. Ja, war eine gute Vorbereitungswoche. Absolut, also wir sind da guter Dinge. Hoffen wir mal, dass es einfach auch ruhig bleibt und ein gutes Spiel wird. Kann ruhig im Spiel zur Sache gehen, aber so außerhalb des Spiels sollte es einfach immer auch anständig zugehen. Also respektvoll miteinander umgehen, das ist das Wichtigste, auch wenn wir gegen Grunewald spielen und da eine jahrelange Fehde herrscht. Einfach ein faires, gutes Spiel, genau. und am Ende werden wir sehen, wer dann tatsächlich die Meisterschaft machen wird. Aber wir wollen natürlich die 3 Punkte, das ist unser Ziel, und ungeschlagen bleiben. Kein Punktverlust. Kein ohne Punktverlust, genau. Im Amateurbereich kein Punkt. Ohne Punktverlust durch die Saison. Für die Ordner.
gerade nicht genug Westen für die Ordner, also gehen wir ein paar Aufwärmshirts für die. Was erzähl jetzt bitte nochmal, was hat er gemacht? Ich habe mir gestern Maxi Kings bestellt, ne, bei Flink. Ja. Und, so eine Dreierpackung. Wir haben gekocht, bla bla bla. Bundesliga. Ich streame drüben auf einmal. Er nimmt Maxi King, okay. Ja. Das sind ja drei. Kannst du einen haben, Bro. Ich komme wieder zurück, der zweite und der dritte. Die liegen beide so wie Leichen. Nur die Verpackung auf dem Tisch. Was ist das denn ehrenlos? Digga, wer ist denn von einem Kumpel von drei Maxi Kings? Einen gibst du ab, okay. Den zweiten ist schon frech. Aber alle drei zu essen ist bodenlos. Das ist respektlos. Das macht man nicht. Scheiß Knecht. Das macht man nicht. Wirklich. Fitzer. Das sind 1000 Kalorien auch oder so. oder 800 oder so. Ja, Digga. Einer unserer Sechser ist Hacke. Ja, ja. Ihr könnt, ja. Du warst nicht feiern? Nein, war ich nicht. Kein Stempel. Schimpfst du dich für den Verein? Als letzter auch noch. Das ist geil. Also, da muss wirklich was kommen heute. Ich schicke gerade, jetzt habe ich keine Schmerzen beim Laufen. Ich habe Schmerzen. Schöne Kulisse hier mit so vielen Zuschauern, oder? Ja, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir in der Liga so viele Zuschauer hatten. Also auf jeden Fall Online-Ticketverkauf war Rekord. Und ich glaube, Heimspiel in der Liga hatten wir nicht so viele. Ich glaube, war im Pokalspiel hatten wir 1500, aber heute sind ja über 1000 Tickets verkauft worden. Das ist schon krass. So, wir haben uns jetzt hier auf warm gemacht. Das wird eine Stammschlacht. Das ist geisteskrank. Wie hier alles so, wenn man einmal, ja, danach ist der Platz für nie wieder bespielbar. Guck mal hier, wenn man einmal so, Dennis, Jonas, ist das Ding over. Jonas, man rutscht auf. Jetzt ja, auf, es wird dreckig, glaube ich. Mannschaftsaufstellung, Freddy im Tor, Viererkette haben wir Ali und Nico zentral, außen Paul und Dennis, Sechser Julius und Luca, linkes Mittelfeld Bieler, rechtes Michael, Eli in der Zentrale und Dori fängt an im Sturm. Erster gegen Zweiter, wisst ihr selber die Tabellensituation, das ist so dieses Scharmützel hier nebenbei. Ich war im Hinspiel nicht da, ja, Eli hat ja rausgefunden, dass ich eine Grunewald-Vergangenheit hatte, das war der Grund, warum ich im Hinspiel nicht da war und so, damit war da... Das ist so ein bisschen alles hochgebauscht worden, die ganze Sache. So schlimm ist das hier gar nicht, ja. Ich möchte, dass wir, so wie Eli es auch eben schon gesagt hat, ruhig ins Spiel gehen, uns auf unser Spiel konzentrieren. Wir haben Schiri gespannt da. Lasst euch, das ist Kreisliga C, da ist immer ein bisschen Trash-Talk dabei. Geht gar nicht drauf ein, haltet da gar nicht irgendwie gegen, sondern konzentriert euch auf euer Spiel. Das ist das Wichtigste heute. Ja, dass er nicht overpaced, nicht irgendwie überreagiert, sondern wirklich auf euer Spiel konzentriert. Wir haben die letzten zwei Wochen gut trainiert, waren immer über 20 Mann beim... Waren immer deutlich über 20 Mann beim Training gewesen. Wir haben jedes Mal die gleiche Übung gemacht. Der eine findet es vielleicht langweilig, aber wir sind der Meinung, wenn wir so spielen, wenn wir auf dem Spiel diese Übungen umsetzen, wie wir es ja letzte Woche schon mal gemacht haben, dann fallen auch die Tore. Hinten in der Defensive, unser Gegner heute ist der Gegner mit den meisten Toren nach uns. Ja, die haben die zweitmeisten Tore dann geschossen. Die fackeln nicht lange vorm Tor. Wenn ihr mal in irgendwie hinten in der Abwehr in Situation kommt, lasst den Ball schweben. Haut das Ding raus, haut es auf die Tribüne. Einfach auch mal klären. Ich weiß, Sidney möchte immer gerne einen kleinen Trick haben, klärt den einfach gerade, straight. Ja? Nicht Rabona oder sowas, sondern direkt einfach mal rauspfeffern das Teil. Und wenn er den Ball im Spiel lässt und einfach 60 Meter nach vorne knallt, dann wird da vorne der Turbo gezündet und dann können wir gleich vielleicht eine Kontersituation draus machen. Aber seid euch nicht zu fein dazu, den Ball auch einfach mal rauszuhauen. Bei unseren Standards, Jungs, ja, lasst euch mit Tempo reinlaufen. Nicht, dass Ali schon am 5 Meter Raum steht, ihr müsst mit Tempo reinlaufen. Kommt, Männer! Oh,
Wir liegen 0-1 hinten, ein bisschen stümperhaft den Elfmeter verursacht und nach vorne haben wir jetzt noch nicht, haben wir zwar so ein paar Halbsachen, aber noch nicht so klar und die machen es halt gut. Die stehen hinten sehr sicher und schalten halt schnell um mit Nadelstichen, machen sie gut, muss besser werden.
Digga, das ist keine Ecke. Doch, er hat den Kopf bekommen, doch. Zum Glück. Anspannung. Jetzt erst Halbzeit 1-1. War wichtig gewesen. War ein bisschen, war nicht schön, aber war wichtig gewesen. So konnte heute nur das Tor für uns fallen erstmal. War ja alles weg hier bei den kurzen Spielen. Dennis durch, Dennis durch, durch, durch. Sehr gut, Dennis. Okay. Ja, Dennis. Der Zwei hat keine Chance. Lang Schwanz. Kleines Lächeln, weil wir den Ausgleich geschossen haben. Ansonsten machen wir es nicht gut. Wir haben den Jungs die letzten zwei Wochen eigentlich andere Sachen erklärt, wie sie spielen sollen. Setzen sie vieles davon nicht um. Und ich muss sagen, Grunewald macht es halt gut. Stehen defensiv gut, setzen Nadelstiche nach vorne, haben schnelle Leute, mit denen sie schnell nach vorne spielen. Und wenn wir halt in der Defensive nicht so gut stehen, dann passiert halt genau sowas. Aber zum Glück haben wir den Ausgleich noch geschossen. Probleme gehabt, irgendwie ins Spiel richtig zu kommen. Die machen das ja clever. Genau so habe ich euch das aber die letzten zwei Wochen schon gesagt, was hier los ist. Die stehen hinten kompakt und spielen halt wirklich schnell nach vorne und machen das clever. Und wenn wir halt nicht unsere Position halten, in der Innenverteidigung, in der Außenverteidigung, in der Zentrale, ja, wenn wir nicht die Position in der Defensive halten, dann setzen die Nadelstiche genau dorthin. Und der Elfmeter, der, ja, das ist halt unglücklich, ist er ihm in die Hacken gelaufen, ist halt ein Elfmeter. Das Problem war, dass wir vorher falsch standen, bevor der Freistoß getreten worden ist, haben wir uns gar nicht richtig orientiert. Ihr habt die Leute in eurem Rücken langlaufen lassen. Dennis hatte plötzlich zwei große hinten neben sich gehabt. Da ist keine Absprache. Das ist der Fehler, wie so ein Tor passiert ist. Nicht, weil wir dann danach, weil Nico ihm hinten reingelaufen ist, das ist gar nicht mal das Problem. Wir waren vorher, weil als der Ball noch rund war, haben wir uns nicht richtig orientiert. Ja, das Problem ist, wenn sie euch überspielen, ich schwöre, dieser Sechser und die in der Mitte. 6, 7, 10. 6, 7, 10. Stehen schon. Stehen sehr kompakt. Das müssen wir geduldig sein. Er hat ihn super geholt und was hat er dann gemacht? Dann ist er reingedreht in unsere Hälfte, hat das ganze Tempo rausgenommen, anstatt, was hätte Grunewald gemacht in der Situation? Die hätten den Ball erobert und wären zack Richtung Tor gegangen. Was hast du gemacht? Du hast abgebrochen, was ist dann passiert? Wir haben den Ball verloren und sind in einen scheiß Konter gelaufen. Ja, aber hey Jungs, fokussiert Richtung Tor.
Tor! In die Richtung, Jungs! In die Richtung gut! Aber jetzt, Jungs, hey, Leute, Jungs, wann kannst du wieder spielen? Ich glaube gar nicht mehr. Ich glaube, du musst einen anderen übernehmen. Timo muss jetzt die Sechserposition übernehmen. Oder du, Aykut. Nein, auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Holt das raus! Hey! Schieben hörst du! Heute beim Spiel musste ich den Elfmeter zweimal schießen. Der erste war drinne, den musste ich wiederholen, weil Spieler von uns anscheinend angeblich zu früh reingerannt sind. In der Kreisliga C, Freunde, da hat der Schiedsrichter zu viel Dortmund geguckt. Guckt euch das mal an. Also, wenn dann minimal, eher sogar nicht, und wenn dann minimal, und der Mann hat zu viel Dortmund geguckt, wirklich. Es müssen laut sein, damit der Schiri nervös wird. Ja. Druck auf den Schiri. Thank you.
3-1 für uns. Die Jungs haben sehr gut in der zweiten Halbzeit zurückgekämpft. Wir haben kämpferisch auch dagegen gehalten, haben den sofort nachgesetzt. 3-1 Führung und jetzt haben wir das Spiel auch komplett im Griff. Ja, jetzt müssen wir noch zwei Tore machen und dann geht's weiter. Aber zweite Halbzeit deutlich besser als die erste. Alles, was wir in der Halbzeitpause gesagt haben, haben die umgesetzt. Die Mentalität ist da, der Spirit ist wieder da. Schaut euch die Fans an! Schaut euch die Fans an! Aber weit, weit. So, lange, lange. Aber von außen. Wir haben keine Ideen. So, wir haben keine Ideen. Ja, ist richtig, aber so bei anderen. Aber wir können immer ein Tor machen. Der 12. Handspiel. Vor offensiv sind wir Müll auf großen Plätzen. Also warten wir jetzt. Alex, musst du. Gut, Alex. Das ging auf Knie. Okay. An der 12. Spinne. Ja, klar. Ich bin da. Es fängt hier vorne an. Er muss ran. Ja, oder das? Wie kann das passieren? Wie kann das jetzt? Wieso nehmen wir das da so ernst? Ich sag doch, die sollen richtig rangehen. Ich verstehe gar nicht, warum gerade so muss denn. Das sind 3-2. Die Lesbos! Die Lesbos! Die Lesbos!
3-2 gewonnen. War das erwartet schwere Spiel gewesen. Lange Zeit erste Halbzeit hinten gelegen. Für uns psychologisch wichtig, kurz vor der Halbzeit den Ausgleich gemacht. In der zweiten Halbzeit, fand ich, waren wir dann ein bisschen besser gewesen. Sind dann durch den Freistoß von Bilo auch in Führung gegangen. War da erst der Freistoß, ne? Ja, erst der Freistoß. Der Freistoß von Bilo, dann Eli, zweimal musste er den Elfmeter schießen, hat aber zweimal souverän reingemacht, 3-1 geführt. Dann unnötig noch das 3-2 kassiert. Grunewald hat da auch nicht aufgehört. Also die haben ordentlich weitergemacht. War halt, wie gesagt, das Spiel, was wir erwartet haben. Schwieriges Spiel gewesen. Wir hätten auch noch 1-2 machen können. Hatten auch mehr Ballbesitz, aber Ballbesitz schießt ja nicht immer unbedingt Tore. Also von daher, hartes Stück Arbeit, haben sich verdient die Jungs, haben sie gut gemacht und Grunewald hat auch super gespielt. Wie war das Spiel? Super. Wie fandest du das Spiel? Super. Sag mal mehr. Spiel. Was soll ich dir sagen? Sag Timo, wie war das Spiel? Ich fand es durchwachsen, aber die 3 Punkte zählen am Ende. Die Jungs haben gekämpft. Das ist die Hauptsache. Wie fandet ihr das Spiel? Super. Der Platz war scheiße. Sieg, Tore. Juhu, gewonnen. Ja. Ich fand das Spiel heute relativ gut. Wir waren relativ ausgeglichen. Die Mannschaft von Dile hatte sehr viel Ballbesitz, aber kam leider nicht zu viele Chancen. Wir waren eigentlich auch ganz gut im Spiel. Leider durch 2-3 dumme Fehler Tore kassiert. Aber es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht und war ein faires Spiel, fand ich. Ja, auf jeden Fall, war ein starkes Spiel. Aber hat Spaß gemacht, so war hin und her, war unglücklich am Ende. 1-0 Führung gegangen, dann irgendwie gedreht. Aber im Endeffekt war verdient, würde ich sagen. Und ja, hat Spaß gemacht und viel Glück noch. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht, vor so vielen Leuten zu spielen. Und ich hoffe, wir sehen uns nächste Saison wieder. Ja, wir sind geil aufgestiegen, oder? Aufgestiegen. Nein, ich glaube es noch nicht 100%, aber so. Nein, okay, aber geiles Spiel gewesen. Digga, die Fans, das ist geisteskrank. Ja, was soll ich sagen, einfach nur ein cooles Erlebnis. Geil mit den Jungs zu zocken. Es ist einfach so ein geiles Projekt. Ich kann mehr nicht sagen, wirklich cool. Also ich bin sehr, sehr begeistert vom Spiel. War sehr, sehr knapp. Erste Halbzeit war es vor allem wichtig, dass wir vor der Halbzeit dann nochmal den psychologisch wichtigen Zeitpunkt genutzt haben und das 1-1 gemacht haben. Damit in die Kabine gegangen sind und ich glaube in der zweiten Halbzeit haben wir es dann deutlich besser gemacht. Und kurz vor Schluss dann der Elfer. Ich weiß nicht, ob das einer war, muss ich ehrlich sagen. Wo es nochmal spannend, aber wir sind überglücklich, dass es irgendwie geklappt hat, dass wir es über die Zeit bringen konnten. War auch nicht so hitzig wie erwartet, also auch Respekt an den Gegner. War ein cooles Spiel, coole Partie und ja, hat Spaß gemacht. Das ist ja wohl hoffentlich alkoholfrei. Ja. Nur alkoholfrei. Da, na steht, dann? Da steht auf jeden Fall 5,5. Die Rückseite. Da ist ein kleiner Junge drauf, also ist es alkoholfrei. Na dann? 5,5%, das kann eigentlich nicht alkoholfrei. Haben wir uns verdient, oder? Ja. Prost. Würde ich sagen, haben wir uns verdient. Prost. Auf die Jungs, Prost. Auf die Saison. Prost. Viele Zuschauer, coole Stimmung gewesen. Delay aufgestiegen. Was soll man sagen, war ein gutes Spiel. Erste Halbzeit, Delay, muss ich sagen. Schwer. Zweite Halbzeit, komplett an die Wand gespielt. Delay, top. Verdienter Aufstieg. Aufstieg! Warte, was muss ich sagen? Super Spiel, oder? Erste Halbzeit war ein bisschen 44 Minuten. Und da hat mein Bruder Bilo gebombt. Und dann war es super. Peligel hat auch zugeschlagen. Ich bin jetzt hier noch. Ich mache hier seit, keine Ahnung, 40 Minuten Bilder oder so. 30 Minuten, 40 Minuten. Mache hier noch alle fertig, weil es war arschkalt heute. Wie viel Grad sind es? 5. Ja, fühlt sich an wie 2 gefühlt, ne? Und die haben hier, wie lange seid ihr hier schon am Warten? 4 Stunden, 5 Stunden, die kommen, das krank ist, die kommen aus überall, aus München, aus Dresden, aus Mannheim, das ist brutal, hier kommen voll wenig Berliner hin, weil die Berliner schon die Spiele gesehen haben. Also, danke an jeden Einzelnen, der hier kommt oder sich auch das Video anguckt und ja, ich mach sowas gerne für euch. Wie hat es sich angefühlt, hier heute zu gewinnen? War ein cooler Kampf, gute Kulisse, hat sehr viel Spaß gemacht. War danke Trainer, dass du mich eingewechselt hast. War fast besser als das erste Pflichtspiel gegen Trabam Rindorf, von der Stimmung her muss ich sagen. Die Stimmung war heute krass. Ja. Also das war, glaube ich, besser. War und von der cool. Kulisse, ich glaube, es waren ungefähr gleich viele Leute. Also auch drüben war richtig. Drüben war voller als letztes Mal. Also die hat sich alles angestaut und dann, wir hatten ja auch so einen Vorsänger wie heute. Genau. Das war gut. So, Freunde, ich melde mich jetzt hier auch nochmal von zu Hause. Ich habe da noch 1,5 Stunden ungefähr gechillt. Wir haben auch noch so ein bisschen geredet, ein paar Bilder gemacht mit den Fans, ein bisschen unterhalten mit denen. War sehr, sehr cool. Ich wollte mich nochmal melden. Eine Sache wollte ich aber auf jeden Fall nochmal sagen, Freunde. Dickes GG geht raus an Grunewald. Die waren sehr fair, muss ich sagen. Waren ein hartes, intensives Spiel, aber überhaupt nicht unsportlich. Nach dem Spiel, obwohl sie verloren hatten, waren sie sportlich und haben auch nochmal ein Bild mit uns gemacht und haben uns Glück gewünscht und so eine Sachen. Und für mich ist die Sache jetzt gegessen. Jeder macht mal Fehler. Wir sind auch nicht perfekt. Wir haben auch schon 100 Mal Fehler gemacht. Und hört bitte auf mit irgendwelchen bösen Kommentaren. Dazu stehe ich nicht. Das gehört nicht zu meiner Community. Also falls Grunewald das hier sieht, die Spieler oder auch die Trainer, alles ist super. Hat sehr viel Spaß gemacht, das Spiel.
auf Kampfebene. Fußballerisch war es krampfig. Aber das Ding ist für mich over. Und hört auf damit, Freunde. Nur Liebe. Sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Kuss geht raus an Grunewald. Wir können auch Meister werden. Die Chancen sind sehr gut, dass wir Meister werden. Das wäre auch cool, weil dann kriegen wir einen Pokal und sowas. Das ist ein sehr, sehr geiles Projekt, Chat. Ich werde da wieder ein bisschen emotional, muss ich sagen. Ich bedanke mich an jeden Einzelnen, der da war. Es waren rund 2000 Zuschauer da, wurde uns gesagt. Und das ist damit, das ist noch nicht ganz safe, aber uns wurde gesagt, waren auch welche aus dem Verband da und sowas. Und uns wurde auch gesagt, dass das einer der Rekorde ist im Kreisliga-Amateurbereich, auf jeden Fall in Berlin. 2000 zahlende Zuschauer waren das bei 4 fucking Grad, Digga. Mir war so kalt danach noch. Also wirklich unglaublicher Support. Kann natürlich nicht immer sein, dass so viele am Start sind, nur bei so wichtigen Spielen. Aber es war mir nochmal wichtig zu sagen. Danke an jeden Einzelnen, der da war. Dankeschön für die Likes und Abos und den Support, den ihr hier dagelassen habt. War ein sehr, sehr cooles Spiel. Vielleicht nicht so zum Zuschauen, aber so, es stand so viel auf dem Spiel und das war einfach sehr, sehr cool. Und ich habe euch gesagt, dass ich Sachen erwähne, die nicht gut laufen. Und das werde ich in Zukunft auch noch machen, wenn da irgendwie in anderen Spielen uns irgendwelche Leute blöd anmachen. Da werde ich das danach erwähnen. Aber genau umgekehrt, genau das Gleiche. Wenn sie coole Aktionen machen, dann sage ich das natürlich auch und supporte den Verein dadurch. Zum Beispiel bei Hase Horst, die nach dem 27-0, die hätten auch einfach abbrechen können. Haben sie aber nicht. Sehr, sehr cool gewesen. Mit Hohen Neuendorf, die waren auch sehr gastfreundlich und sehr korrekt und haben so voll den Aufwand betrieben, dass wir uns da wohlfühlen. Und jetzt bei Grunewald genau das Gleiche. Hartes, aber faires Spiel. Nach dem Spiel waren die auch nicht so irgendwie... Also sehr, sehr cooles Spiel gewesen. Und auch korrekt von denen. Und das war's von mir, Freunde. Lasst nochmal ein Like da, lasst ein Abo da. Nächste Woche geht's bei Sydney auf dem Kanal weiter. Da kann er dann auch übrigens wieder spielen. Ihm war das zu riskant. Und auch bei so einem Spiel, Gesundheit geht vor, Freunde. Ich bin da auch, also ich habe auch wieder gemerkt, 60. Minute, 50. Minute, mein Knöchel war so dick schon wieder. Also es ist wirklich eine Kacke. Und das lohnt sich dann einfach nicht, so Risiko einzugehen. Das war's von mir, Freunde. Ich werde jetzt erstmal mein Leben chillen und... bin nachher wieder live. Und das muss ich auch noch sagen. Also ganz kurz, bis jetzt ist es nur positiv, aber die Leute werden kommen. Ich habe eine Frage an die. Die Leute, die dann sagen, oh mein Gott, die spielen nur Kreisliga C und freuen sich so, dass die aufgestiegen sind. Du kannst bei Leuten, die dich nicht mögen, die kannst du auch einfach nicht zufriedenstellen. Wenn wir uns nicht freuen, dann sind wir abgehoben. Wenn wir aufsteigen und uns freuen, ist es nur Kreisliga. Und warum freuen die sich? Ist ja peinlich. Und wenn wir nicht aufsteigen... sind wir wieder die Schlechtesten und oh mein Gott, die steigen nicht mal in der Kreisliga C auf. Diese Varianten gibt's. Das heißt, nur an die Leute, da frage ich mich nur, was ist eure Idee so? Wir sind mit unseren Kumpels in einem Verein. Guckt euch das Video da an. Wir sind fast alles Kumpels. Von früher auch oder halt so ein paar haben wir auch so kennengelernt und wir spielen jeden Sonntag zusammen, wir trainieren, wir feiern dieses Projekt, wir motivieren andere Fußball zu spielen, wir spielen für die Deutsche Krebshilfe, haben alle Spaß, wollen niemandem was Böses, wir freuen uns nur, dass wir aufgestiegen sind, das wollte ich nur nochmal so gesagt haben. Kuss geht raus und wir werden auch uns immer weiterhin freuen, auch wenn wir in den unteren Klassen spielen. Man darf sich ja wohl heutzutage nur freuen.